Wegen der seit Tagen anhaltenden schweren Regenfälle in Peru haben Zehntausende Menschen ihre Existenzgrundlage verloren. Flüsse sind zu reißenden Strömen angeschwollen, die Dörfer verschlingen, Erdrutsche zerstören Straßen und bedrohen Siedlungen. Schuld soll ein lokales Klimaphänomen sein, das Meteorologen den Küsten-Niño nennen. Die Meerestemperatur im Pazifik vor der südamerikanischen Küste ist stellenweise fast 5 Grad höher, als zu dieser Jahreszeit normal wäre. Das sorgt weiter südlich in Chile für extreme Trockenheit mit Waldbränden und nördlich in Peru für die teils heftigsten Regenfälle seit vielen Jahrzehnten. Über eine 500.000 Menschen sind direkt betroffen. Mindestens 70.000 haben all ihr Hab und Gut verloren. Wir brauchen unbedingt sauberes Wasser. Wir haben kein Wasser, um die Babys zu waschen, kein Haus. Wir sind ruiniert. Die Trinkwassernetze sind oft entweder zerstört oder kontaminiert. Perus Präsident Pedro Pablo Kuczynski besichtigte das Ausmaß der Fluten vom Hubschrauber aus, wie hier in der Nähe der Hauptstadt Lima. Für den Wiederaufbau der Infrastruktur hat die Regierung bereits umgerechnet über 700 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Doch die Bevölkerung fühlt sich mit ihren Existenznöten oft alleingelassen.